So, da sind wir. Weiter geht's. Hast du was gesehen, Spike? Ja, Typen sehe ich nicht mehr. Junge, Scheiße, ey. So. Hier ist was zu fressen in dem Haus. Oh, ich habe so einen Erste-Hilfe-Koffer gefunden. Mit allem drin. Den nehme ich mal mit. Ich tausche meinen. So. Jetzt habe ich wieder einen vollen Erste-Hilfe-Koffer. Du Soll ich den anderen mitnehmen oder was? kannst du machen. Da kannst du dann deine Bandagen reinmachen, weil das Teil verbraucht nur 4 Slot. Und 6 kannst du reinmachen. Okay. Auch so gelbe Koffer gibt es. Guck mal, ich weiß nicht, ob du das siehst. Bei mir jetzt in der Hand habe ich jetzt so einen Die öffne gelben. ich den. Was? Die öffne ich den wieder. Mit den schiebst du jetzt unten in eine Leiste. Und dann kannst du 2 drücken, dann drückst du Tab und da hast du dann so eine Reihe. Ja, okay. Siehst du den gelben Koffer in meiner Hand? Ja. Ja, solche gibt es auch. Und die nehmen auch nur 4 Slots und haben 6 auch innen drinne. Also solche kleinen Köfferchens immer mitnehmen, sind immer sehr hilfreich. Was ist da drin? Eine Spritze? Ja, du kannst halt Leuten auch Blut Boah, abnehmen das und ist aber alles rot, das Zeug, was da drin ist. ja, aber du sollst ja deine Bandagen da reinmachen. Ja, und das rote Zeug da drin, kann ich wegschmeißen, oder? Das kannst du wegschmeißen, ja. Ich weiß nicht, gehen wir jetzt zum Airfield? Oder versuchen wir erstmal weiter zu den Hangars zu kommen, Spike? Also nicht zu den Hangars, zu den Baracken hinten. Okay, dann gehen wir weiter zu den Baracken. Was hast du, Kolmar? Weil hier 3 Cheater auf dem Server sind. Echt? Bei uns oder was? Nee, Ach so, Battlefield 3. ich wollte gerade sagen, Alter. Dann sag doch was, dann hätte ich die gerade gekickt. Ja! So, Leute, Hackengas. Hackengas! Es ist echt Gammel, ey. Hast du mich schon angeguckt, Snow? Ja. Junge, ich bin voll das heiße Baby. Junge. Junge, hä? Ich habe unten auch quer sitzen. Wie alle Frauen, oder? Ja. Standardcharaktere. Ich habe meinen immer versucht zu ändern. Das hat nie funktioniert am Anfang und seitdem habe ich den Charakter so gelassen. Ey, müsste bei mir auch ein Mann sein, aber geht nicht. Die Ja. Klamotten passen zwar beim Spawn, aber das hat sich so. Genau, aber der Charakter passt halt nicht, ne? Richtig. Das ist total komisch. Auch den Namen kann ich nicht ändern. Ich weiß nicht, ob das erst funktioniert, wenn man tot ist. Dass ich keine Munition reinmachen kann. Also ich habe jetzt ohne Ende Munition schon. Oh, Zombie. Was? Ja, gehört. Ist aber nichts. Weitergehen.
gaffe immer über die Mauer nicht, dass da auch einer läuft. Finde ich cool gemacht, ey. Wenn du eine Axt oder so in der Hand hast, dass du dann langsamer läufst. Und was cool ist, genau, die Axt oder deine Schippe kannst du behalten und auf der anderen Seite trägst du dann dein Gewehr. Von dem Rucksack. Ich glaube, Snow ist... Ach nee, der ist doch da. Ist dann schon cool. Und du kannst nur ein Gewehr tragen und eine Pistole, aber für die Pistole brauchst du einen Pistolenhalter oder du musst sie halt in den Rucksack legen. Jetzt habe ich eine Idee. Vielleicht muss ich die Pistole in der Hand nehmen. Um dass das funktioniert. Man muss das, kann man dann ein Magazin rausnehmen? Man muss dann irgendwie... Vielleicht fehlt dir noch ein Magazin dazu, wo du die Patronen reinpacken kannst. Ich muss erstmal 5. Ich schiebe mir jetzt mal die dahin. Geht nicht. Scheiße. Oh Blade, wo bist du schon wieder? Ich laufe hinter euch her und schieße euch in den Rücken. Boah, da ganz hinten ist er. Ja, ich habe das gerade ausprobiert mit der Munition, weil es wäre ja geil gewesen, wenn ich... Mein Gott! Wenn ich Munition reingekriegt hätte in die Waffe, ne? Ja, wollen wir hin zu den Baracken, oder? Ja. Ja, aber das sind nicht die richtigen. Das ist, wie heißt es das? Die Industriedinger. Also wenn du später Autos hast oder so, Spike, Snow, dann findest du da Reifen, Motoren, ja, Fensterscheiben, was man halt so braucht. Da ist das nächste Industrie, da ist das richtige Militärgelände. Ja, draußen weiter laufen. Ja, ich gucke erstmal von hier. Ein bisschen länger. Nicht, dass da irgendwas ist. Aber anscheinend... Ja! Sieht das mal ganz gut aus. Keine Ahnung, irgendwie finde ich das gerade sehr heiß da. Hier stehen auf jeden Fall die Zombies noch rum. Du hängst schon im Zelten drin, oder wie? Ja, 2 Jahre habe ich schon durchsucht. Nichts drinne bis jetzt. Ich versuche gleich die Zombies vor euch wegzunehmen. Aber hier ist gar nichts. Ich weiß ja, nicht. Ja, das mir war, aber auch nichts gescheites drin.
Okay, Zombie down einer. Ich weiß aber auch nicht, ob das in den Zelten droppt oder irgendwo an Kisten oder was weiß ich. Dafür haben wir es halt... Normalerweise liegt es in den großen Zelten drinne. Habe ich schon alles leer gefickt. Ich habe aber schon Videos gesehen, die haben das woanders gefunden, also daher... Was haben wir hier? Dann fand ich für diese Waffe. Ja. Munition. Wer schießt da? Schuss. Ich blute. Da läuft jemand, ja. Oh. Oh ja, da läuft jemand. Ja, kommt zu mir. Läuft weg. Da läuft nochmal jemand. Da sind zwei Leute. Nein! Mein Gott, Leute, was habt ihr denn davon? Wie hohlbräsig seid ihr? Kauft euch mal ein Kotelett! Mein Gott! Stücke. Haut ab, ihr beiden! Und ein Zombie ist auch noch hier. Haut ab, das sind zwei Leute. Boah, Leute, ey, wie hohlbräsig sind die Leute denn hier? Was habt ihr davon? Boah, jetzt haben sie mich gesehen. Na, der schießt die ganze Zeit mit dem Charlie. Ja, ich lock mich aus. Mann, Mann, Mann. Kann doch nicht sein. Ja. Ja, Leute, es geht in der nächsten Folge dann weiter. Tschüss. So, da sind wir zurück. Die anderen beiden joinen auch wieder auf den Server. Ja, wir sind jetzt eine... Ja, wir sehen aus wie Snow. Ja, wir sind jetzt der neue Snow. Warum? Ja, weil ich genauso aussehe wie du. Was? Ja. Oh Gott, Snow, du bist das im Zelt. Meine Fresse, sag doch was. Hier ist auf jeden Fall alles auf, aber hier sind wenig Leute drauf, Leute. Wir sind jetzt... Ja, wir haben uns wieder einen leeren Server genommen, weil... Keine Ahnung. Also ich werde nochmal das Forum lesen, die Serverliste mich mal morgens drum kümmern und den NoPvP-Server finden, suchen. Irgendwas da in den Zelten? Ja, bis jetzt noch nicht. Es die Lichter sind an. Komisch. Nervig, also. Hier bei mir ist alles offen, Leute. Weißt du schon, wo du bist? Nichts, ne? Nein. Aber ich schätze... Boah, what the fuck? Boah. Jetzt sag nicht. Hey, Hure, bleib doch stehen. Eine Fresse, muss ich die zum Aufstehen springen, ey. Gott. Ich bin da, wo das Kieswerk war, Spike. Weißt du, wo wir den LKW immer geholt haben? Ja, Mensch. Alter, warum muss ich jetzt denn da und springen, diese blöde Fotze? Meine Fresse. Alles bist du jetzt. Es gibt außen, ein bisschen weiter, nicht ganz außen, da sind solche Türme aufgebaut, wie mit Sandsäcken und sowas. Da müsst ihr auch gucken. Zweite Ebene. Ja, da war ich gerade. Genau, das ist der beste Loot. Das ist der beste Lootplatz. Ja, wenn wir jetzt hier schon wieder einen Server gefunden haben, der schon wieder komplett leer ist, dann können wir wieder den nächsten nehmen. Weil das ist totaler Scheiß hier. Warum Mauni? Was? Und komm mal im Battlefield, der rumschreit. Ich bin gerade gespawnt. RPG muss nachladen. Guck mal, mir geht's noch? Dass ihr euch über solche Fehler aufregt, das ist Battlefield, das ist normal. Das ist zum Wurstfressen, Kruzifix. Ein Waffenhäuser. Häuser, Pistole, ja. Ding. Welchem Zelt bist du? Diesem Verschlag, nicht diesem Zelt. Ganz in der Ecke, wo ich rauskam. Was ist das?
Ja, hier drinne. Irgendwo hier war doch auch ein Brunnen, Leute. Müssen gerade. Ich guck da mal schon mal weiter. Da drüben ist noch mal einer. Kommt man nicht durch. Irgendwo hier war der Brunnen, das weiß ich ganz genau. Du bist in Solnichini, da wo wir gestartet sind. Ihr beide, ne? Ja. Ja. Ja, aber hier ist schon wieder alles völlig abgegriffen. Das ist total Mumpitz. Ja, also. Auch Gene Rocket, ich weiß, es ist eine Alpha, aber ich finde, du musst es einbauen, so langsam, dass auch was nachdroppt. Ja, und wenn nur alle 2 Stunden was nachdroppt, ist auch okay. Aber es muss anfangen, dass was nachgedroppt wird. Man ist ja den ganzen Tag nur an den Server springen, weil man ja kein Loot mehr findet, ne? Und nicht, weil man es will, sondern weil es einfach keine andere Möglichkeit gibt. Na, ich starte hier ohne Trinken und hab Hunger und sonst musst du halt einfügen, Gene Rocket, dass wir alle gleich trinken und essen haben. Ja, und am besten gleich wieder eine Schusswaffe wie am Anfang. Wie bei dem Mod. Und wenn es nur mit 3, 4 Schuss sind. So, wo bist du? So, hier bei den anderen Baracken. Okay. Also bei den Tarnnetzen hier. Also wenn ich sowas hier habe, dann würde ich gerne am liebsten einen eigenen Server haben, wo alle 3 bis 4 Stunden Server restartet. Weil alle 3 bis 4 Stunden gibt es dann neuen Loot. Aber ich kann ja nicht einen eigenen DayZ-Server fahren und einen eigenen, wie heißt es, Battlefield-Server. Der Battlefield-Server nimmt schon genug Zeit. Da ist eigentlich der Brunnen. Hier ist gar nichts. Wir können hier vorne nochmal gucken. In Sandsäcken. Oh, wir sind voll. So, wenn ich jetzt wissen, wie ich laufen muss. Ich glaube, ich muss einfach hochlaufen. Und dann müsste ich schon in die nächste Stadt kommen. Du brauchst nicht hoch. Warum? Hm? Warum brauche ich nicht hoch? Ich weiß noch. Was? Was meinst du? Ich habe das nicht verstanden. Meinte mich. Ach so. Ach, was soll ich? Ich stand mal da. Nichts da, Leute, ne? Ich kann mich hier auch nicht gieren. Ich bin der Meinung, dass wir nochmal einen Serverhopper machen. Ja, warte noch. Was? Ja, warte mal noch. Warum? Was wolltest du gucken? Wenn ich schon mal hier oben bin, dann guck ich mal da schnell drüben nach. So. Ein Helm. Urlappsack. Was ist das? Auch ein Behälter oder was? Musst du gucken. Alles kennen wir ja auch noch nicht genau. Und er patcht ja, was weiß ich, jeden Tag ja was Neues rein, ne? Und man eins sagen wir mal, man merkt, dass der Server mehr Leistung hat. Ich muss immer einen Schub trinken hier. Ich habe hier grüne Spraydose. Achso, die bringen nichts. Die gehen noch nicht. Auch nicht im guten Zustand. Noch ein Waffenreinigungsset. Da war schon eins. So ein dreckiger Pisser, geil. Oh Mann, ey. Wo ist Spike, wo bist du hingegangen? Über den Hangar.
Okay. Hangars bin ich schon. Auf der linken Seite die Hangars, ne? Ja. Ja. Auch nichts drin. Ich hoffe, dass ich jetzt einigermaßen richtig laufe, Leute. Dass wir irgendwie wieder nach oben kommen. Du musst nicht reingehen, die Häuser sind alle leer. Schön. Hier ist schon alles offen. Er sollte das so einführen wie in WoW. Du suchst dir einen Server aus, das, so will er das ja später haben. Und auf dem Server kannst du dann nur spielen. Ja, wo ist Wirtan? Warte. Jetzt beim ersten Hangar, wo bist du? Bin schon längst vorbei, da muss weiterlaufen. Da ist nichts drin außer Schuhe. Also wir sind hier nur mit 4 Leuten drauf, also ihr werdet wahrscheinlich kein... Also wir sind 3 und ein anderer. Das kommt, weil ich glaube, dieser Server hat schon seit 3 Jahren keinen Neustart mehr gesehen. Ja. Hier ist nochmal ein großer Rucksack. Freu ich mich. Ja, ist ja jetzt auch doof, finde ich, man. Früher konntest du beigehen und konntest Rucksack oder du hättest mir jetzt noch einen Rucksack mitnehmen können, ne? Das ging früher mal. Ja. Waffen oder so kannst jetzt ja auch keine zweite mehr mitnehmen. Das nimmt ja viel zu viel Platz. Mein. Ja, wo bist du? Hä? Ja, hinter den Hangars das letzte Haus. Ach, da kommst du. Ja, wo läufst du denn? Falsche Richtung. Ja, lange, ja. Seh dich gar nicht. Du bist doch im Feld. Falsche Richtung. Boah, so eine Dreckskacke, ey. Ach da, Leute. Leute, ich verstehe es einfach nicht. Warum immer gleich einfach abdrücken, ey? Das. Wurdest du erschossen? Nee. Ich verstehe einfach die Leute nicht. Das ist. Keine Ahnung. Schuss oder stirb. So unlogisch, weißt du. Keine Ahnung, weißt du, die Leute, die eine M4 haben, können sich glücklich schätzen, weil es gibt einfach keine Waffen. Ja, jetzt hat er schon Schrotflinten eingefügt. Wie viele Häuser haben wir heute durchsucht? 100? 200? Und keine einzige Schrotflinte gefunden. Also ich weiß nicht, wo die Schrotflinten sein sollen. Also ich finde auch, dass er das so machen muss wie früher, dass man diese Waffen auch mal außerhalb, also innerstadt findet. Und nicht nur an den Militärgeländen. Du bist im Boden drin. Ist eine Säge und noch irgendwas. Mach mal einen Rucksack. Kaputtes Essen. Eine Rohrzange habe ich gefunden. Oben? Achso. Nehme ich mal mit, vielleicht kann man die für irgendwas gebrauchen. Was ist da? Nee, brauchen wir nichts. Na, mal gucken, wo wir rauskommen, wenn ich so laufe, Leute. M4 Griff. Nee. Ja, mitnehmen. Tragegriff. Sowas musst du alles mitnehmen, diese Griffe, wenn sie nicht abgenutzt sind. Jetzt hast du was getroppt, ne? Ja? Ja, ein Schraubenzieher. Ah, der ist badly damaged, der Griff. Ja, das ist das M4-Ding auch. Egal, soll ich trotzdem mitnehmen, oder? Ich würde es erstmal mitnehmen. Weil du musst halt die Waffen dir zurechtbauen, ne? Aus dem Shirt kann man auch Bandagen machen, ne? Ja. Mhm. Paper. Laufen wir weiter so. Ich hoffe, dass wir irgendwie so in die richtige Richtung laufen. Irgendwo muss ich ja rauskommen.
Taschenlampe, die man auf dem Kopf trägt. Ja. Brauchst aber auch nicht mitnehmen. Weil Taschenlampen verraten dich zu sehr. Wenn du im Dunkeln spielst und einer nimmt eine Taschenlampe und leuchtet damit, das siehst du Kilometer weit. Ja. Das ist das Ding da. Ja. Da kannst du eher den Gamma hochstellen. Weitergegangen, Spike? Ja, ich bin im Feuerwehrhaus. Feuerwehrhaus. Wie ist die Sonne bei euch? Hell. Im Rücken oder im Gesicht? Also bei mir ist gerade Nacht. Ach, komm mal. Es geht immer noch, dass man sich von innerhalb des Feuerwehrhauses raus teleportieren kann. Mit der Leiter. Ja. Da vorne kommt. Und du rennst gerade in das Steuerturm rein, oder? Ja. Oh, hier sind die ganzen Türen noch zu. Ja, wie geil ist das denn? Aber erstmal sage ich Spike den Stadtnamen, dann kann er mir schon mal sagen, wo ich bin. Bin auf jeden Fall schon. Oh, Zombie. Spike, ich bin mit MCTA. Moment, müssen wir von der Leiter wieder wegkommen. MCTA. Hinter mir laufen. Dann bist du bei MSTA. Ja, wie weit ist das weg schon? Bin ich schon dichter dran oder bin ich weiter weg von euch? Zwei große Rucksäcke liegen hier nebeneinander. Warte, das sind. Ja, bin ich jetzt richtig gelaufen oder bin ich falsch gelaufen? Dann, dass du. Keine Ahnung, wie soll ich das sagen muss. Ich weiß nicht, wie du das siehst, wo du bist, genau. Halt gucken, dass du halt, ja, dich orientierst in der Karte. Kann ich jetzt nicht. Bin ich hochgelaufen oder bin ich weiter weggelaufen von euch? Du bist auf jeden Fall landeinwärts gelaufen. Ist auf jeden Fall näher. Okay, ist auf jeden Fall näher und ich bin richtig gelaufen. Gut, das ist das, was erstmal wichtig ist. Gut, und dann kann ich nämlich gleich gucken. Aber ich muss jetzt erstmal hier irgendwie die Zombies abhängen. Jetzt diesen Scheiß da runter. Da ist die Leiter. Okay, hier haben wir eine Hose. Die ist auch völlig im Arsch. Dass vorhin keine Patronen gepasst haben. Die Patronen hätten mit Sicherheit gepasst. Ich habe irgendeinen schwulen Fehler wieder gemacht. Dir fehlt das Magazin dazu. Nee, du kannst auch die Kugeln einzeln reinstecken. Pro. Da oben auch nichts, oder? Ist ja. Da habe ich wieder runtergeglitscht. Ja, doch, zwei Rucksäcke liegen, aber die braucht ja keiner. Ja, Schuhe und Rucksäcke, das finde ich überall. Ja, Schuhe waren da auch noch immer, aber halt. Oh, Magazine. Ja, guck mal. Ja, toll. Mitnehmen ja, die Magazine, du kannst die Munition da reinmachen. Alle Magazine mitnehmen, ganz wichtig. Du füllst deine Kugeln in die Magazine rein. Es gibt keine vollen Magazine. Oder nicht so viele. Du füllst die Kugeln nur da rein. Hm. Jetzt sind wir ganz alleine auf dem Server. Nächsten Hangar ist nix. Was hast du denn für Magazine gefunden? Große für die M4? 30 Round, ich schätze mal M4. Ja, für die M4. Aber das gibt's ja noch nicht. Und da kannst du dann 7,6 mm die 7,6 Dinger reinstecken, wenn du schon welche hast. Ich hab da vorhin zum Beispiel vorhin welche von gehabt und die kannst du dann da reinmachen. Wieder Boots. Und ein Rucksack. Geile, die am längsten halten, ja, weißt du, die findest du hier tausendmal. Da bin ich den Wichser jetzt losgeworden. Ja, wir sagen erstmal vielen Dank fürs Einschalten bei DayZ Standalone. Bis zur nächsten Runde. Tschüss.